Microsoft ist nach Apple die zweitschwergewichtigste Aktie an der Wall Street. Dementsprechend natürlich der Fokus sehr stark auf die nachbörslichen Zahlen gestern von Microsoft. Und zunächst mal ging es mit der Aktie nach oben, nach, naja, sagen wir eher mauen Zahlen. Aber die Microsoft-Aktie, die war natürlich in letzter Zeit auch nicht besonders stark gewesen. Also da war viel Negatives gewissermaßen schon eingepreist. Aber dann kam der Earnings Call, da kann man sich einwählen, können sich Analysten einwählen, wo praktisch dann die Führung von Microsoft mehr erzählt. Und da war der CFO, also der Finanzchef, der mal eben dann die Umsatzprognose für das nächste Quartal gesenkt hat. Und bums, aus dem wunderbaren Plus, das Sie hier sehen, nämlich über 4% nachbörslich, ist dann eine Minus geworden, noch $239 die Aktie dann nachbörslich geschlossen mit einem Verlust von 1%. Also wir haben hier 6% um und bei gesehen, von oben nach unten, und das in relativ kurzer Zeit. Wir sehen, dass vor allem der Umsatz unter der Erwartung liegt. Earnings per Share, naja, manche sagen, er lag drüber, manche sagen, er lag drunter. Wir sehen jedenfalls die Umsätze mit Windows minus 39%. Wir sehen also klare Schwäche, etwa bei Privatkunden oder auch bei Firmenkunden für Windows. Nur die Cloud, also 20% nach oben. Das war das, was die Aktie zunächst hat steigen lassen, trotz der übergeordnet eher mäßigen Zahlen. Aber dann sehen wir hier mal die Revenue increased 2% über das letzte Jahr. Also wir sehen, dass die Dynamik hier deutlich nachlässt und nach unten weist. Und dann kam diese Prognosesenkung des Finanzchefs von Microsoft. Und hier sagt Thomas Thornton, hätte man schon bei Vorlage der Zahlen praktisch die Umsatzprognose gesenkt, was ja eigentlich durchaus nicht unüblich ist, dass man auch eine Prognose abgibt, wo die ganze Geschichte jetzt hingeht, die sogenannte Guidance. Das aber hat man nicht gemacht, sodass die Aktie erstmal 4% gestiegen ist, um dann doch noch negativ zu gehen. Und hier sagt Thomas Thornton, also die Aktie wäre wahrscheinlich 10% gefallen. Hier sehen wir mal Management Calls für 50,5 Milliarden Dollar statt 51,5 Milliarden für das nächste Quartal. Und wir sehen eines ganz klar, wir haben Schwäche im Privatkundengeschäft, wir sehen, dass die Business Conditions schwieriger werden, wir sehen, dass die Kapitalkosten höher werden, all das sorgt für geringere Nachfrage, und es dürfte dementsprechend auch sehr wahrscheinlich sein, dass die Cloud bald ein echtes Problem bekommt, und zwar nicht nur bei Microsoft, sondern auch bei den Konkurrenten. Wir sehen hier unten mal den Nasdaq Future zunächst mal nach oben über die 11.900er Marke, Nasdaq 100 Future nach den Zahlen, dann wieder runter unter 11.800. Und hier sehen wir mal diesen geslashten Outlook von Microsoft. Das ist doch eine ziemliche, wie soll man sagen, ziemlicher Schlag in die Magengrube. Growth too slow in commercial business for rest of für das Jahr. Und man erwartet, dass OPEX im niedrigen einstelligen Bereich steigen wird. Also das ist sozusagen, erst hat man den Investoren, naja, Zahlen gegeben, die mäßig waren, seien wir ehrlich, aber es war eben schon viel Negatives in der nicht wirklich gut performenden Microsoft-Aktie eingepreist. 30 Minuten lang hatten die Bullen einen Sieg. Und dann sind wir deutlich nach unten gekommen. Always wait for guidance. Wartet immer ab, was die Firmen für Prognosen geben, sagt hier Heisenberg. Und vielleicht nochmal ein Blick auch auf Capital One. Gestern auch Texas Instruments aus dem Tech-Sektor Zahlen gemeldet. Ein Unternehmen, das 90% seiner Umsätze im Ausland macht. Daher ein Stück weit von der Dollarschwäche, die wir jetzt im letzten Quartal gesehen haben, profitiert hat. Aktie weitgehend unverändert. Interessant, aber Capital One, eine Bank, und die sagt, wir haben unsere Rückstellungen für Kreditausfälle auf 2,42 Milliarden erhöht von 1,88. Credit cards are in trouble and companies are bracing for impact. Das ist genau der Punkt. Die Amis sind bis Oberkante, Unterlippe mit Kreditkarten verschuldet, um sich
einigermaßen den Lebensstandard halten zu können aufgrund der gestiegenen Kosten, die sie haben. Und das wird viele jetzt aus der Kurve werfen, denn die Zinsen liegen bei um und bei 20% für diese Kreditkartenschulden. Kommen wir nochmal zurück zu Microsoft. Ein Kursgewinnverhältnis von Microsoft über 27, also extrem teuer, könnte man sagen. Nun gilt Microsoft so als sicherer Hafen, als defensives Play. Dementsprechend könnte man noch sagen, naja, okay, kann man vielleicht akzeptieren, andere akzeptieren es nicht und sagen, diese Aktie ist viel zu teuer. Andere sagen, und das sind böse Zungen, meine Damen und Herren, auf die Sie keinesfalls hören sollten, die sagen, naja, wir sind jetzt um und bei 18 beim KGV, beim Price-Earnings-Ratio. Das ist ein bisschen sportlich. Als wir bei 3500 waren, gestern so auch die Aussage von Mike Wilson auf CNBC, da hatten wir ein Price-Earnings-Ratio von 15. Da haben wir gesagt zu Mike Wilson, taktisch bullish, lass uns die Gegenbewegung spielen. Die ist auch gekommen. Jetzt sind wir viel teurer wieder. Gleichzeitig sehen wir, dass durch die schwachen US-Konjunkturdaten sich die wirtschaftlichen Aussichten weiter eintrüben. Dementsprechend stellt sich die Bewertungsfrage, ob eben wirklich die Bewertungen angemessen sind für ein Szenario, das doch relativ wahrscheinlich ist, nämlich eine stark abkühlende Wirtschaft. Was bedeutet, dass die Umsätze der Unternehmen sinken, die Margen sinken, weil die Sticky Costs, also die Kosten nicht geringer werden. Wir sehen, dass die Lohndynamik nach wie vor aufwärts gerichtet ist. Gestern Amazon mit der Aussage, wir werden mal den Mindestlohn bei uns auf $17,50 anheben. Walmart als größter Arbeitgeber der USA, das hat Signalwirkung. Signalwirkung hatte auch das, was Satya Nadella gemacht hat, der Chef von Microsoft. Der hat nämlich die Hälfte seiner Aktien verkauft. Damals, als wir im Top waren, das muss Anfang 2020 gewesen sein, also der Mann hat ein Gespür gehabt, könnte man sagen. Und kommen wir mal zum gestrigen Handel. Wenig Veränderung eigentlich, Dow Jones positiv, Nasdaq leicht negativ, aber wir sehen minimale Umsätze. Das war gestern der schwächste Umsatztag, was den SPY, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500 betrifft, mit 58 Millionen. So niedrig wie noch nie in diesem Januar. Das ist schon ein bisschen bedenklich. Es fehlt offenkundig an Liquidität, dazu gleich mehr. Wir sehen, dass der S&P 500 gestiegen ist, obwohl der Margin Debt, also die Hebelung, gefallen sind. Oft, wenn Sie praktische amerikanische Aktien kaufen in den USA, dann müssen Sie nicht die volle Summe investieren, wie es hierzulande meist der Fall ist, sondern Sie müssen nur einen Bruchteil investieren, also Sie handeln auf Marge. Dementsprechend sieht man bei diesem Margin Debt, wie die Leute gehebelt sind. Das geht zurück. Gleichzeitig steigt noch der S&P 500 oder ist jetzt gestiegen, sagen wir mal seit Oktober. Wir sehen hier die neuen Hochs, neuen Tiefs beim Nasdaq. Naja, ganz leicht positiv, aber das sieht jetzt mir nicht nach einem neuen Bullenmarkt aus und im kurzen Zeitfenster schon gar nicht. Wir sehen, dass wir hier dann mit den Zahlen von Microsoft nochmal beim Nasdaq hier auf Stundenbasis nach oben geschossen sind, dann eine negative Divergenz bilden, unten im Chart, 60-Minuten-Chart, da dürften wir diese jetzt ausgebildete Schulter-Kopf-Schulter-Formation vollendet sehen. Und im S&P 500, das nur nebenbei bemerkt, meine Damen und Herren, sehen wir, der S&P 500 geht weiter nach unten, aber Stocks above the 50-Day Moving Average, da bildet sich eine negative Divergenz, da könnte was kommen, meine Damen und Herren, und das Argument der Bullen ist, naja, guckst du, Inflation wird nachlassen, dementsprechend wird die Fed bald die Zinsen senken, guckst du China, die öffnen sich, das wird die Weltwirtschaft wieder nach oben bringen, andere sagen auch die Inflation, aber wir dürfen China vielleicht noch nicht überschätzen, das wird sehr lange dauern, bis da das normale Leben wieder kommt. Und so sagt zum Beispiel ein Analyst von Fundstrat, die Dauerbullen, naja, wir erwarten, dass wir wahrscheinlich das Tief gesehen haben und auf 4.500 kommen. Alf dagegen verweist darauf, dass wir zwischen 2000 und 2002 schon mehrfach Rallyes gesehen haben, wo der Nasdaq mindestens 15% gewonnen hat. Achtmal ist das passiert, einmal sogar 40% von seinen Tiefs gestiegen, aber dennoch war es permanent ein Bärenmarkt. Und das ist genau jetzt eben diese Diskussion,
Manche sagen, es ist ein Bullenmarkt, andere sagen, es ist ein Bärenmarkt, zuletzt gehöre noch ich. Es wird der Zeitpunkt kommen, wo die Fed umsteuert. Und then I will be bullish again, nicht wahr, wie der Südfranzose sagt. Hier sehen wir einen der Gründe, warum ich eher auf der bärischen Seite bin. Wir sehen, dass Liquidität verknappt wird. Wir sehen also weiter Zinsanhebungen, Bilanzreduzierung und M2 negativ jetzt. Wir sehen, dass das sozusagen auch hier abgeglichen ist mit der Inflation, wahrscheinlich die Inflation nach unten bringt. Und dann schreien alle, Hurra, Inflation geht ja nach unten. Aber für die Unternehmen ist das schlecht, denn steigende Inflation heißt, dass die Margen in der Regel besser werden, weil dann alle praktisch ihre Preise so anheben können, dass keiner irgendwie meckert, weil ja alle sagen, alle Preise gehen ja nach oben. Wenn dann die Inflation fällt, die Konkurrenz wieder größer wird, dann wird es schwieriger mit der Marge. Und vielleicht nochmal zu gestern, Börsenchaos, jetzt hat die NYSE einige Trades für nichtig erklärt. Wir hatten ja über 100 Aktien, die totales Chaos waren, zweistellig im Minus waren, dann vom Handel ausgesetzt wurden. Und chaotic open for some stocks listed on the New York Stock Exchange, titelt hier Bloomberg. Einige frustriert, andere wollen jetzt endlich eine Erklärung haben, die kommt gleich. Jedenfalls sehen wir, wenn Sie hier rechts unten diesen Chart mal angucken, wie volatil das auch dann zur Eröffnung war. Bums nach oben, bums nach unten. Das war ein extrem schneller Markt nach diesem Flash-Crash, könnte man jetzt sagen. Was war die Ursache? Naja, angeblich irgendwie ein technischer Fehler, vielleicht waren es ja auch Hackerangriffe oder keine Ahnung, was da letztendlich passiert ist, das ist eine Spekulation. Aber die NYSE hat erklärt, okay, es gibt für jede Aktie ein Handelsbuch, da werden vor Kassaeröffnung, also vor 15:30 deutscher Zeit, die Kauf- und Verkaufsorder gesammelt. Das ist aber bei diesmal oder ist gestern nicht passiert, da sind viele der Orders nicht durchgegangen, sodass dann wenige Orders zum Beispiel Sell waren, sodass dann plötzlich ein Riesendruck auf diese Aktien kamen, oder wenn im anderen Fall war praktisch vorwiegend Kauforders plötzlich in diesem Buch, sodass die Aktien dann maßgeblich nach oben schossen. Also das ist wirklich eine seltsame Geschichte. Heute kommt jetzt Tesla nach Microsoft. Es sind vorwiegend Privatinvestoren, die massiv gekauft haben. Für mich nicht unbedingt das allerbeste Zeichen. 22.05 Uhr kommen die Zahlen. Unterdessen muss sich jetzt Elon Musk ja vor Gericht verantworten, weil er damals gesagt hat, ach, ich nehme mal die Tesla von der Börse zu einem bestimmten Preis. Jetzt hat er vor Gericht gesagt, ach, ich habe gedacht, das ist so wie ein Haus kaufen. Ja, das kannst du mal eben so machen. Ja, ist ja kein Problem, ja nicht. Naja, das ist ein bisschen arg naiv, wenn Sie mich fragen. Das ist schon, Elon Musk ist ein Pusher vor dem Herrn. Das ist schon extrem grenzwertig, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und er hat damals ja gesagt, Funding secured, also ich habe praktisch schon die Investoren, die mir dabei helfen, die Aktie von der Börse zu nehmen, das ist unsauber, das muss Sanktionen nach sich ziehen aus meiner Sicht, das ist Kursmanipulation vom Feinsten. Gleichzeitig sehen wir jetzt, wie Reuters berichtet, dass die Advertising-Ausgaben auf Twitter im Dezember um 71% gesunken sind. Kommen wir noch zur Tesla-Aktie, die ist super interessant in diesem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Warum? Weil die Aktie in einem intakten Abwärtstrend war, den sogar nach unten gebrochen hat, auf praktisch 100 Dollar gefallen ist, jetzt deutlich wieder gestiegen ist und versucht in diesen intakten Abwärtstrendkanal wieder reinzukommen. Das dürfte sich als Widerstand erweisen. Wir werden sehen, wir werden heute bei Finanzmarktwelt die Zahlen bringen und über die Reaktion der Aktie sprechen. Würde mich nicht wundern, wenn die wieder nach unten geht. Und wenn wir jetzt nochmal nach Deutschland kommen, respektive das Verhältnis zu den USA, da gibt es ja den Inflation Reduction Act von den Amerikanern, von der Biden-Regierung, der faktisch gelebter Protektionismus ist. Und jetzt hält die EU dagegen. Michel, der Ratspräsident, legt jetzt einen Förderplan auf. Das Ganze wird ausgeführt durch die Europäische Investmentbank. Das ist eine der größten Geldgeber für den Klimaschutz. Das heißt, wir werden jetzt eine Verknüpfung haben, Klimapolitik, Subventionspolitik.
Fünfjahrespläne. Jetzt ist die EZB natürlich auch wunderbar dabei, gell? Also der Sozialismus kommt durch den Anus in die Magengrube wieder ins Gehirn. Wir haben uns das selber zuzuschreiben, meine Damen und Herren. Und abschließend will ich zwei Dinge empfehlen. Einmal, wie schaut es denn jetzt aus bei dem DAX? Da könnte es heute jetzt entscheidend werden. Ausbruch aus der Range sorgt für neue Impulse. Mal eine Einschätzung. Und dann zweitens, der Trade des Tages von Rüdiger Born, der eine konkrete Idee hat, die Sie umsetzen könnten, müssen sich, glaube ich, registrieren, tut aber nicht weh, kostet nichts, aber dann können Sie das lesen. Also zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Ich sage jetzt Servus und Ciao.